René Benko, auch hier in Kitzbühel ein tolles Event, gerade für Sie als Tiroler. Ja, absolut. Das ist ein absolutes Highlight für uns in Tirol, das Hahnenkammrennen. Und daher bin ich ja gerne jedes Jahr dabei. Für wen schlägt denn Ihr Herz? Haben Sie einen Fahrer, wo Sie sagen, ah, bei dem würde es mich besonders freuen, wenn er die Abfahrt gewinnt? Na, grundsätzlich haben wir natürlich ein Herz für alle unsere Österreicher. Aber wichtig ist, dass kein Riesenunfall passiert, dass sie alle gut runterkommen. Und am Ende des Tages gewinnt der Beste. Es ist ja Kitzbühel leider Gottes auch dafür bekannt, dass es immer wieder Horrorstürze gibt. In den letzten Jahren haben wir da viel gesehen. Trauen Sie sich auch über diese Abfahrtspiste drüber oder sagen Sie, das sollten wirklich nur die Profis machen? Naja, als geborener Tiroler würde ich mich schon runterfahren trauen und habe es auch schon mal teilweise probiert, aber es ist einfach kein Spaß. Es ist viel zu eisig und Skifahren muss ja Spaß machen. Das heißt, man trifft sich hier vor allem auf den gesellschaftlichen Events? Ja, genau. Wir haben selber ein paar Freunde aus dem Ausland eingeladen, treffen Freunde, die man das ganze Jahr nicht sieht und hat ein bisschen Spaß. Kann die Sportler zuschauen und kann ein Wochenende genießen. Ist da auch jemanden aus internationaler Sicht, wo Sie sagen, wow, das ist toll, wenn man mit dem einmal plaudern kann, einen Arnold Schwarzenegger vielleicht bei der Weißwurstparty zu treffen? Naja, ich bin mit dem Arnold befreundet, also insofern treffe ich ihn öfters, aber logisch gibt es viele interessante Persönlichkeiten und ja, es kommen viele Leute zusammen und es ist auch sehr effizient, einfach einmal am Wochenende so ein bisschen auszutauschen. Und ich nehme dann an, am Sonntag, wenn alles vorbei ist, ist man froh, wenn man einmal wieder ausschlafen kann. Ja, wobei ich nicht der bin, der zu spät ins Bett geht. Und Sonntag in der Früh geht es dann schon zurück zu den Kindern. Also insofern werden wir nicht zu spät aufstehen. Ja, Frau Landeshauptfrau, Prost zunächst. Ist sehr schön bei Ihnen, bei dieser tollen Veranstaltung. Ich bin bei Ihnen, yes. Okay. Danke. Ich bin ja noch im Dienst. Was ist denn der Anlass dieses Abends hier, dieses Niederösterreich-Abends? Was ist der Anlass? An diesem Wochenende steht Kitz im Mittelpunkt und es ist für uns eine ganz gute Chance, dass wir Niederösterreich präsentieren, zwar unseren niederösterreichischen Wein und unsere Kultur und wollen natürlich auch mit diesem Besuch ein wenig Gemütlichkeit hier nach Tirol bringen. Diese Gemütlichkeit wird auch hier in Tirol sehr geschätzt und natürlich auch unser Wein, die Tiroler wissen, dass wir einen der besten Weine der ganzen Welt haben. Und es ist einfach eine Freude und deswegen präsentieren wir den besten Wein hier. Sie sind ja auch eine Weinkennerin, Sie kommen so wie ich aus Klosterneuburg, da kommt ja auch guter Wein her, auch sonst. Ich glaube, Niederösterreich kann sich in diesem Punkt überhaupt nichts vorwerfen lassen. Da sind wir österreichischer Weltmeister. Ja, da sind wir wirklich Weltmeister. Und der Wein ist eine unserer Visitkarten und Botschafter in der Welt. Und auf den können wir stolz sein und auf unsere Winzerinnen und Winzer. Und das Besondere ist, dass vor allem drei Winzerinnen heute ihren Wein präsentieren und sie haben sich gewünscht, dass auch ein Quotenmann mit dabei ist. Also es gibt einen Winzer. Ja. Jetzt ist es ja so bei diesem Event, viele Events hinter uns, Barbara Mayer, Sabine Petzl habe ich gesehen, Christoph Felbel. Macht das auch den besonderen Reiz aus dieser Veranstaltung? Ja, die haben alle einen Bezug zu Niederösterreich, schätzen Niederösterreich und sind auch gute Botschafter für unser Bundesland. Und heute soll auf der einen Seite der Wein und Kultur präsentiert werden, hier den Tiroler Gastronomen, aber zum anderen natürlich auch ein wenig Danke zu sagen für die Verbundenheit mit Niederösterreich und dass jeder, der heute hier ist, auch Botschafter Niederösterreichs ist. Danke sagen kann auch Christoph Felbel, der hat nämlich seinen Reisepass zu Hause vergessen. Der wollte nach Zürich fahren und ihre Parteikollegin, die Staatssekretärin Edtstadler, hat gemeint, sie wird den Reisepass aus Wien mitnehmen. Also ein ganz besonderer Service. Ja, Service is our success. Und Christoph Felbel liegt uns sehr am Herzen. Wir wissen, dass er so ab und zu mal ein Vergissmann nicht ist oder ein bisschen durcheinander oder einen Stress hat. Und da helfen wir ihm gerne aus. Auf der anderen Seite lassen wir uns auch gerne von ihm unterhalten.